So Leute, was geht ab? Ich grüße euch recht herzlich zu einem Video, was nicht so toll ist, denn es ist eine Sache passiert, oder besser gesagt, wurden mir mehrere Videos zugeschickt von Leuten. Ich habe einige Nachrichten bekommen. Die letzte Nachricht, die ich nochmal über dieses Thema bekommen habe, war von einem Mädchen, die mir dies geschrieben hat. Ey Abi, kannst du vielleicht eine Reaktion zu diesem Video machen? Ich will, dass die Menschen darauf aufmerksam werden, was dieses Mädchen anderen angetan haben. Und vielleicht für ihre Taten bestraft werden. Ich habe das Video zugeschickt bekommen, was ich jetzt nochmal abspielen werde. Ich werde euch zensiert alles zeigen und es laufen lassen. Gucken uns das gemeinsam erstmal an. Und danach werde ich auf jeden Fall ein, zwei Sachen dazu sagen. Vor allem habe ich mich schlau gemacht. Besser gesagt habe ich es geschafft. Oder besser gesagt mit meiner Reichweite, dank meiner Reichweite, habe ich es erreicht. Das Mädchen, das kleine Mädchen, die das alles abbekommen hat, hat sich dann auch bei mir gemeldet. Ich werde jetzt mit ihr ein Telefonat führen, was genau da so passiert ist. Weil meiner Meinung nach gibt es einfach viel zu viele von diesen Mädels da draußen, die sich so einiges erlauben im Privaten, weil sie denken, das geht eh nicht durch, das bekommt eh keiner mit. Vielleicht nur ein, zwei Klassenfreunde oder irgendwelche Klassen, Schulen, das war's. Weil ich genauso selbe Fälle habe, die jetzt in Planung sind, die, womit ich noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen bin. Und deswegen passt das eins zu eins zu diesem Thema, was ich auch vor kurzem jetzt als Video gepostet hatte, wo ich noch keinen Namen bekannt gegeben habe. Und deswegen ziehen wir uns mal das Video rein. Was für schöne Haare, Digga. Wie kann man... Boah. Gefährt, ja? Hat es Blonde? Boah. Süß, ne? Boah. Die Haare sehen geil aus. Gleich nicht mehr. Gleich nicht mehr, ja. Unten. Wie viel Haare sieht aus wie ein Kind? Ist doch nicht viel, aber Schlammbarkeit, weiß ich nicht. Was hat sie gesagt zu dem? Meine Mutter? Ich war im Auto, hab mir das Video angeschaut. Ich weiß nicht, wo ihr das Video unzensiert findet. Findet ihr bestimmt im Internet oder einige von euch haben das Video schon gesehen. Geht gerne auf mein Insta. Kommt auf mein Insta. Da werde ich das in meine Story posten. Also ich bin wirklich auf 180. Wir werden jetzt gemeinsam das Mädchen anrufen und dann wird sie uns erzählen von ihrer Seite aus, was da genau passiert ist, weshalb, warum. Boah, Leute, ich bin, mein ganzer Körper zittert. Ja, das sind alles Mädels im Endeffekt, aber wie kann man einen Menschen, ein kleines Mädchen so behandeln, Digga? Wie kann man sich, die haben ihr die Haare rausgerobbt. Habt ihr gesehen? Die hatte einfach oben eine Glatze. Alter, die hauen, die gehen auf das Mädchen drauf, als wäre das ein kleines, was weiß ich was. Das ist ein Mensch. Das ist ein kleines Kind. Habt ihr kein Benehmen? Habt ihr keine Erziehung? Habt ihr keine Eltern zu Hause? Wo leben diese Leute? Und dann gehen die noch live und reden sich oder versuchen sich rauszureden. Scheißegal, was das Mädchen gemacht hat. Ich habe einige Storys, Lives eben gesehen, dass es erstmal das Gerücht rumging, dass sie auf das Mädchen draufgegangen ist, weil ein Foto rumging, wo sie das Mädchen, also ihre Mutter ohne Kopftuch gezeigt hat, wo sie dann später gepostet hat, nee, ich habe das nur gemacht, weil, um mich rauszureden. Ey, habt ihr, ohne Spaß, gell, Freunde und Helfer, ich weiß nicht, ob ihr was dagegen unternimmt, aber ihr solltet schnell was dagegen unternehmen und ich bitte euch, jeder, der aus Dresden kommt, ich küsse eure Herzen, Leute. Lasst das Mädchen nicht alleine. Ey, ich bin so auf 180, Leute, mir zittert mein ganzer Körper. Was würdet ihr tun, wenn ich sowas sehen würde, ne? Ich habe noch nie in meinem Leben Frauen geschlagen, würde ich auch nicht. Oder kleine Mädels anfassen oder sonst was. Aber Leute, ich kann mir sowas nicht angucken. Wallah, mein Herz blutet. Und jetzt gehen noch diese Mädels live, ja, und reden so ein Bullshit. Du und das Mädchen waren ja früher beste Freunde, sag ich mal, ne? Naja, wir waren ganz gut, ja. So, guck mal, deswegen, ich hab den gleichen Fehler gemacht. Ich habe auch meine alte beste Freundin gehauen, aber ich bereue es ja, weißt du? So, das Ding ist, die könnten jetzt mit dem Video zum Lehrer gehen, checkst du? Ja, du hast mir schon erklärt, okay. Du und das Mädchen waren ja früher beste Freunde, sag ich mal, ne? Naja, wir waren ganz... Den gleichen Fehler gemacht, ich habe auch eine alte... Aber ich bereue es ja, weißt du? So, das Ding ist, die könnten jetzt mit dem Video zum Lehrer gehen, checkst du? Ja, du hast mir schon erklärt, okay. Die könnten mit dem Video zu einem Lehrer gehen, verstehst du? Was? Was soll ein Lehrer machen, Alter? Ein Lehrer geht eine Anzeige machen und sagt, so ein Benehmen geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Ja, guck. Oha, chill mal. So. Und das Ding ist, ich kann jetzt meinen Leuten sagen, weil die wollen dich packen, du weißt das, ne? Ja.
Oh Gott, ich könnte kotzen, wenn ich mir das angucke. Und glaubt ihr mir eins, ich habe so viele Mädels von meinen Videos, die haben mich so an meine Videos erinnert. Genau diese Mädels, wo gesagt wurde, ah, du machst kleine Mädels runter in deinen Videos. Nein, das sind genau solche Mädels, die im Privaten solche Aktionen abziehen. Ich schwöre es euch, ich habe 3-4 Namen, die ich hier jetzt gerade nicht erwähnen kann, wo ich private Videos zugeschickt bekommen habe, wie sie in der Schule genau solche kleinen Mädels mobben und zusammenschlagen. Und dann noch ein, zwei davon gibt, die heute live gehen und versuchen, Scheiß über mich zu reden. Wenn ihr jetzt denkt, Sonja ist nicht gemeint. Wer gemeint ist, bekommt ihr jetzt die Tage auf jeden Fall mit. Weil es gibt genau eine Kandidatin, die live gegangen ist, mich, meine Mutter, meine Familie beleidigt hat. Okay, ich werde dein Gesicht zeigen. Ich werde zeigen, für was du auch fähig bist. Weil du hast genau, also du hast genau die ähnliche Sache abgezogen, wie was das Thema hier angeht. Genau dasselbe hast du auch gemacht. Und deswegen finde ich das so krass, dass diese Videos mir gerade zugeschickt werden. Ey, ich raste gleich aus. Ja, hört auf, die hat geklärt, sie schämt sich. Die Sache ist, gemacht hat. Ich sag ganz kurz was im Live, damit jeder das hört. Ich habe ihr geschrieben, sie soll einfach nur die Wahrheit sagen, dass wir das geklärt haben. Sie hat mich angezeigt. Ich hoffe, Allah gibt mir die richtige Strafe dafür und Allah leitet mich auf den richtigen Weg. Die Sache ist, man soll niemanden schlagen, im Islam ist verboten. Ja, das ist halt so. Ey, guck mal, merkt ihr das, wie diese Menschen auf TikTok hängen geblieben sind? Nutzt einfach die TikTok-Sprüche. Wenn Allah mir verzeiht, dann wer seid ihr, dass ihr mir nicht verzeiht? Guck nicht so viel TikTok-Lives, vertrau mir. Mach mal deine Schule ordentlich und hör auf, kleine Mädels zu schlagen, die schwächer sind. Vor allem geht man nicht zu dritt auf ein Mädchen drauf. Das ist lange her, das war ein großer Fehler von mir und ich sehe das ja ein. Wisst ihr, was ich meine? Hingehen und kacken und danach versuchen, irgendwie wegzukehren mit einer Entschuldigung. Wallah, gutes Leben. Wann war das Video eigentlich? Wann hast du das gemacht? Also wann hast du sie geboxt? Also Winter. Also das ist schon sehr lang her. Inshallah. Weiß nicht, keine Ahnung. Nee. Aber guck mal, du hast ja gesagt, sie hat ein Bild mit deiner Mutter ohne Kopftuch veröffentlicht oder so. Das ist das Ding. Du bist und guck mal, ich kann verstehen, dass du sauer warst, dass du sie geboxt hast. Deswegen, ne? Ich weiß es schon. Ich hatte gleich Fehler gemacht. So, aber das Ding ist, Und jeder, der dabei war, ich kann auch Namen aufzählen, ich würde sie sogar gerne einladen. Warte, ich schicke dir kurz Anfrage. Achso, du bist ja privat. Ja. Die Sache ist. Ey, jetzt mal ohne Spaß, ne? Also die andere, die da live ist, also mit da live ist, die findet das richtig geil. Die geilt sich richtig drauf auf, dass jetzt so viele Zuschauer da sind und die Thema sind. Oh mein Gott, in was für einer Absturzwelt wir leben. An alle, die jetzt aus der Ecke kommen und sagen, das sind kleine Mädels. Ja, habt ihr recht. Das ist ein ganz kleines Mädchen, die zusammengeschlagen wird von irgendwelchen Mädels, die zwei Köpfe größer sind, die nicht alleine, sondern zu dritt dastehen und das Mädchen zusammenschlagen. Also das geht gar nicht, ich kann da nicht zuhören. Ich fühle mich genauso gerade wie bei meinen Umfragen, wenn ich mit diesen, wisst schon, wem auch immer rede oder Videos drehe. Wir rufen jetzt das Mädchen an und hören uns mal gemeinsam an, was die Kleine alles zu sagen hat. Hey Josie. Hallo. Wie geht's? Ja, also muss. Muss, ja. Du kommst aus Dresden, hast du gesagt? Ja. Okay, kennst du meine Videos? Ich finde dich gerade bei TikTok irgendwie nicht mehr. Also genauso wie auf Insta. Egal, das kannst du ja später nachschauen. Ich schick's dir dann auf Insta, okay? Okay. Gut. Guck mal, schau mal. Ich habe ganz viele Videos bekommen wegen dem Fall, was da passiert ist. Erstmal die Frage, wie alt bist du? Ich bin 15 geworden. Okay, süß. Erzähl mir doch mal, was passiert ist. Also das Ding ist so, ich war eigentlich am Anfang halt voll gut mit diesem Mädchen. Also ich weiß ja nicht, ob ich Namen nennen darf. Ja klar, so. Wer ist denn das Mädchen überhaupt? Es waren halt zwei gegen eine. Also die eine hieß Selina, die mich als erstes geschlagen hat und die dann mitgemacht hat, Amina. Okay, und was ist passiert? Also ich war eigentlich am Anfang voll gut mit ihr. Dann kamen so Gerüchte hoch, dass ich angeblich Bilder von ihrer Mutter rumgeschickt hätte, ohne Kopftuch, obwohl ich nicht mal Bilder habe. Und jetzt hat sie keine Beweise und so. Mhm. Und jetzt versucht sie sich halt, wie gesagt, aus dem Live rauszureden, dass das angeblich alles nicht stimmen würde. Okay, sie geht da so live und versucht sich rauszureden. Ja. Also das ist der Grund, dass sie dich so, also dass sie so auf dich draufgegangen sind. Ja. Geht ihr zusammen auf eine Schule oder was? Nein, zum Glück nicht. Und wo haben sie dich so erwischt? Zentrum Galerie. Okay, und wie kam sie drauf, überhaupt ein Video zu machen? Das weiß ich nicht. Weißt du, wer das aufgenommen hat? Ja, die heißt Linda. Warum hat sie das aufgenommen? Das weiß ich nicht. Ich bin mit denen eigentlich gut. Okay, dann, also die Person, die hinter der Kamera ist, war quasi auch gegen dich.
Ja. Okay. Ich war alleine. Du warst ganz alleine? Ja. Ist danach noch was passiert, nachdem die Aufnahme beendet wurde? Wie ging es dann weiter? Da kamen dann drei Jungs und haben mir geholfen. Ah, okay, okay. Also ging es nicht irgendwie weiter, dass sie dich weitergeschlagen haben? Nein. Okay, und was sagen, guck mal, erstmal die Frage so, was sagen deine Eltern dazu und was sagen ihre Eltern dazu? Hat sie keine Geschwister oder so? Bei Selina habe ich keine Ahnung, ich weiß nur, dass sie in einer WG wohnt. Die dich geschlagen hat? Ja. Okay. Und bei mir, ich war halt Polizei und habe Anzeige erstattet und so. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ist danach nochmal was passiert? Also dann wurde ich nochmal geschlagen, ja. Ah, du wurdest danach nochmal geschlagen? Ja, aber nicht so richtig zusammengeschlagen. Das war dann halt nur so eine Klatsche ins Gesicht. Warum? Weil wieder Gerüchte über mich rumgingen. Die haben halt gemerkt, dass ich halt in dem Moment hilflos bin und mich halt nicht wehren kann. Und deswegen haben die es vielleicht wieder gemacht. Wahnsinn. Hast du keine Geschwister, die dir da helfen können? Also die in deiner Nähe sind? Sind alle ausgezogen. Alle ausgezogen? Ja, ich habe auch gefühlt mit keinem mehr von denen Kontakt so. Okay, also du bist jetzt gerade so ein Einzelkind. Ja. Was sagen deine Eltern dazu? Also die waren halt bei der Anzeige dabei. Also meine Mom, mein Vater, den kenne ich nicht richtig. Ja, also meine Mom geht auch mit mir nicht gern jetzt irgendwie alleine raus, so weil sie selber Angst hat, dass irgendwas passiert. Deine Mom hat Angst, mit dir rauszugehen? Ja. Krass, Alter. Also ich finde halt, man muss darüber ein Video machen oder besser gesagt das in die Öffentlichkeit bringen, damit sowas auch aufhört. Weißt du, ich habe ja nämlich das Live von denen eben zugeschickt bekommen. Da waren gefühlt 3000 Leute oder so in so einer kurzen Zeit und jeder hat sie halt irgendwie beleidigt oder sie fertig gemacht. Ich meine, ich selbst habe das Video gesehen und ich war unterwegs im Auto und ich war dann auf 180. Ich kam darauf nicht klar und ich habe gesagt, ich werde auf jeden Fall dagegen gehen in der Öffentlichkeit, weil ich das nicht einsehe. Der Grund, warum, erstens, wie kann man ein Mädchen so gnadenlos zu zweit zusammenschlagen? Und zweitens ist es halt so, dass ich selbst genau solche Mädels auch kenne, die privat so unterwegs sind. Und die des anderen Mädels genauso antun, womit ich auch noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen bin, was ich aber schon geplant habe. Und deswegen passt es einfach gerade so. Ich bin wirklich schockiert. Also Leute, du weißt, ich bin auch gerade am Aufnehmen. Ja. Wie geht das jetzt weiter? Also, Hat die sich mal bei dir gemeldet? Sorry, dass ich dir reingeredet habe. Nein, ich habe die überall geblockt und so. Also ich meine, so wie ich jetzt ihren Live mitbekommen habe, ist sie ja mega abgefuckt. Warum du jetzt daraus eine Welle machst. Ich mache ja nicht mal was. Ich kann ja nicht mal was dafür, dass diese Videos entstehen und alles. Aber weißt du, was ich mich frage? Ich meine, was kam denn von der Polizei? Ach so, ja. Die haben da an dem Tag noch gesagt, dass das noch entschieden wird. Ob das vor Gericht kommt oder nicht, das dauert dann halt 2 Jahre. Ach du Kacke. Ja gut, ich meine, die Polizei, haben die das Video gesehen? Ja, die haben alles. Die haben ja, ich musste ja so eine, wie heißt denn das? Nicht Zeugenaussage, sondern so eine... Aussage? Ja, so eine Vernehmung machen. Okay. Freunde und Helfer, ne? Kennt man zu gut. Wer von den Mädels ist gerade live? Weil ich glaube, die dich geschlagen hat, also die damit angefangen hat, dich zu schlagen, ist gar nicht live, ne? Weil die traut sich, glaube ich, gar nicht. Doch, das ist die. Das ist diese Selina. Okay, und die andere, die mit draufgetreten hat? Von der weiß ich gar nichts mehr. Da habe ich nur gehört, dass sie angeblich kurz im Jugendknast war, aber dann auch wieder nicht. Okay, korrekt. Hast du irgendwelche Schäden gehabt davon? Oder trägst du irgendwelche Schäden? Ja, wir haben ja halt Haare rausgerissen und hatte dann halt kahle Stellen, habe auch geblutet und so. Weil ich mit dem Kopf gegen die Wand geknallt bin, wo die mich nach unten gezerrt haben. Ich glaube, das hat man auch gesehen bei dem Video. Haben die dich auch privat schon bedroht? Ja, die haben mir schon oft gedroht, wenn die mich sehen, dass sie mich schlagen. Und kannst du mir erzählen, also uns erzählen, was die so alles gemacht haben im Privat noch, im Hintergrund? Also nur gedroht und so, ja, wenn wir dich sehen, wir schlagen dich und so. Und dann hat sie mich 5-mal gesehen und hat nie was gemacht, deswegen dachte ich mir so, ja, das ist jetzt bestimmt geklärt und so. Okay, also wollten sie dich so hinterhältig? Ja. Genau, guck mal, weißt du, was ich mich frage? Sie erzählt dir zum Beispiel, dass du irgendwelche Privatbilder von ihrer Mutter ohne Kopftuch gepostet hast und später postet sie nochmal oder besser gesagt sagt sie in ihrem Live, dass das alles nur erfunden war, damit sie sich irgendwie rausreden kann.
Ja, deswegen sag ich ja, ich habe sowas nie rumgeschickt. Wie soll ich denn selber an die Bilder rankommen? Wie geht's dir zurzeit so mit der Sache? Also hab halt Angst, selber alleine rauszugehen irgendwie. Ehrlich jetzt? Ja. Ihr kommt aus Dresden, ne? Ja. Und die auch? Ja, die auch. Warum hast du Angst, dass die dich nochmal schlagen? Ja. Guck mal, in Zukunft hast du mich als Rücken und wenn irgendwas passieren sollte oder du irgendwelche Drohungen bekommen solltest, was auch jetzt meine Nummer, dann rufst du mich an und vor allem werde ich mit diesem Video bezwecken, dass du in Dresden einen guten Schutz hast, okay? Ja. Also du kannst dann ganz normal raus, chillen, was auch immer, dich mit deinen Freundinnen treffen, brauchst dir gar keinen Kopf zu machen. Ja. Josie, pass auf dich auf und wie gesagt, du kannst mir jederzeit schreiben. Wenn irgendwas sein sollte, meld dich bei mir, ruf mich an und dann klären wir die Sache. Ja, alles gut, mache ich. Okay? Ja. Also pass auf dich auf, bis dann. Danke, tschüss. Ciao, ciao. Also Leute, ihr habt es gehört. Ich habe das Video sehr oft zugeschickt bekommen, unter aller Sau sowas. Was soll man dazu sagen? Bin einfach nur geschockt. Ich weiß nicht, ihr hört es ja selbst. Die war schon bei der Polizei. Es kann 2 Jahre dauern und Gott weiß, wie oft die noch in diesen 2 Jahren geschlagen wird, das Mädchen. Ich meine, ihr hört es ja selbst, dass sie sagt, ey, ich habe einfach Angst rauszugehen, weil die mich jederzeit wieder schlagen können.